Markus sitzt mit seinem Opa am Tisch. Hallo, mein Name ist Markus. Und ich bin immer noch Single. Ich kann keine Freundin finden. Markus, du bist immer noch Single? Hast du immer noch keine Freundin? Opa lacht. Warum hast du mir das nicht früher gesagt? Ich helfe dir. Markus guckt überrascht. Wie? Früher habe ich eine Wohnung auf der Reeperbahn gemietet. Das ist eine Straße, wo viele Menschen aus der ganzen Welt feiern. Jeden Abend habe ich hübsche Mädchen zu mir nach Hause eingeladen. Markus guckt den Opa fragend an. Und? Was heißt das? Soll ich mir da auch eine Wohnung mieten? Ja, klar. Du sollst dir in dieser Gegend eine Wohnung mieten und ich werde den Rest selbst erledigen. Ich sorge dafür, dass du jeden Abend tolle Mädchen in deiner Wohnung hast. Und übrigens, du bist noch Student und hast nicht viel Geld. Ich bezahle dir diese Wohnung. Ich gebe dir 800 Euro monatlich, 600 Euro für die Wohnung und 200 Euro für Wein. Wow! Wir werden richtig feiern. Ich will mich an meine Jugend erinnern. Okay, danke, Opa. Nach einiger Zeit findet Markus auf der Reeperbahn eine Wohnung und mietet sie. Er ruft seinen Opa an. Hallo Opa, ich habe eine neue Wohnung. Hallo Markus, hast du dir eine Wohnung auf der Reeperbahn gemietet? Ja,
Ich miete mir eine Wohnung auf der Reeperbahn. Die Wohnung ist günstig. Toll! Was kostet deine neue Wohnung? Ich bezahle 600 Euro pro Monat. Oh, das ist wirklich nicht teuer. Dann bleibt noch viel Geld für das Feiern übrig. Markus sagt ins Handy: Opa, 600 Euro, das ist nur die Kaltmiete. Dazu bezahle ich noch die Nebenkosten. Was bezahlst du für die Nebenkosten? Für die Nebenkosten bezahle ich ca. 100 Euro. So viel? Opa, das ist nicht viel. Zu den Nebenkosten gehören Wasser, Heizung, Müllabfuhr und der Hausmeister. Bist du dir sicher, dass du noch für die Nebenkosten bezahlen musst? Wenn nicht, dann können wir diese 100 Euro für Wein ausgeben. Steht in deinem Mietvertrag, dass du noch extra für die Nebenkosten bezahlen musst? Ja, das steht in meinem Mietvertrag. Also, ich bezahle 600 Euro für die Miete und ca. 100 Euro für die Nebenkosten. Das sind schon 700 Euro insgesamt. Dann muss ich noch für den Strom und das Telefon ca. 70 Euro bezahlen. Oh, das ist nicht wenig. Dann bleibt für Wein nur 30 Euro. Gehören Stromkosten und Telefonkosten nicht zu den Nebenkosten? Nein, der Mieter wählt den Anbieter für das Internet und den Strom in der Regel selbst und bezahlt direkt an ihn. Hast du dir schon die Anbieter ausgewählt? Ja, ich habe Tarife verglichen und den günstigsten Tarif ausgewählt. Ich habe mit dem Stromanbieter und dem Internetanbieter schon einen Vertrag abgeschlossen. Okay, gut. Dann brauchen wir noch Geld für den Wein. 30 Euro ist viel zu wenig. Ich habe richtig Bock auf diese Partys. Ich habe ein bisschen Geld gespart und wir können dieses Geld für Wein ausgeben. Gut, Markus, dann warte auf den Besuch.
Es ist soweit. Die Mädchen sind bald da. Ein paar Stunden später. Es klingelt an der Tür. Markus macht die Tür auf und sieht vor der Tür drei Omas. Die Omas sind geschminkt und sehr fröhlich. Sie flirten mit Markus. Eine Sekunde. Markus läuft in die Küche. Er nimmt sein Handy und ruft den Opa an. Opa, was ist hier los? In meiner Wohnung sind drei Omas und sie benehmen sich echt komisch. Woohoo! Meine Mädchen sind schon da. Das ist wunderbar. Ich bin gleich da. Opa läuft zur Party mit Blumen. Markus sitzt schockiert im Zimmer. Die Omas tanzen und trinken Cocktails. Da klingelt es an der Tür. Der Opa kommt rein. Eine Oma sagt: Und hast du meine Enkelin schon angerufen? Oh, ganz vergessen. Ich habe mich auf die Party so gefreut, dass ich das ganz vergessen habe. Ich rufe sie gleich an. Kommt noch jemand? Ja, gleich kommt meine junge, hübsche Enkelin und du kannst sie kennenlernen. Markus freut sich. Ein paar Stunden später. Hallo Markus. Hallo, ich bin verliebt.